So, willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Ich wollte schon zu einer neuen Folge sagen. In gewisser Weise stimmt das auch. Heute ist wieder eine Bestrafung dran. Diesmal von mir und vom District. Wir spielen Heroes and Generals. Wir hatten uns ja in der letzten Folge dafür entschieden, dass wir beide das gleiche machen. Wer die Folge nicht gesehen hat, kann sie sich ja nochmal angucken. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es so ganz Bestrafung ist, dieses Spiel hier. Es macht mal keinen schlechten Eindruck, aber wir werden auf jeden Fall mal starten. Ich denke mal, wir starten als hier als Deutscher. Ich hoffe mal, dass das soweit funktioniert. Ich hatte eben schon mal eine Aufnahme mit OBS, aber OBS will das Spiel irgendwie nicht gescheit aufnehmen, deswegen muss ich jetzt Fraps nehmen und hoffen, dass alles glatt läuft. Der Balken hier unten lädt auch wieder ewig lang. Naja, wir spielen auf der Karte Depot. Ist eine relativ kleine Karte. Gibt nur ein Ziel, zwei Spawnpoints. Und ja, da rennen wir praktisch aufeinander zu. Oh, der Balken lädt unglaublich. So, dann hoffen wir mal, dass wenn jetzt das Bild wechselt, dass wir das hier auch sehen. Wenn nicht, mache ich jetzt hier einen kleinen Schnitt. So, wir sind wieder zurück im Spiel. Ich musste hier die Aufnahme neu starten. Ich würde gerne einsteigen. So. Und dann los. So, also wie gesagt, wir müssen hier unser Depot verteidigen. So eine Art Capture the Flag. Beziehungsweise, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt der Spielmodus? Naja, ist ja auch egal. Setting, wie gesagt, Zweiter Weltkrieg. Und ich hatte es, glaube ich, nicht gesagt, aber es dürfte schon aufgefallen sein. So, mal gucken, ob man dann überhaupt jemanden. Ah ja? Easy, direkt schon einen getötet. Ach, man kann sie. Ich wollte mich gerade hinter der Deckung hinlegen, aber man kann sich ja nicht hinlegen. Da muss man mal drauf achten. Da oben ist einer. Aber den kriegt. Ne, man kann sich doch hinlegen. Wie kann man sich denn bitte hinlegen? Naja, ist mir eigentlich jetzt egal. Oh, da hat er mich weggemacht. Kopfschuss. Naja, wir können jetzt, glaube ich, hier gar nicht viel machen. Den anderen Soldaten können wir nicht auswählen, also einfach nur ein bisschen spielen. Sichtbar bei Betreten der Kampfzone, wir nehmen hier ein Fahrrad. Kann ich auch Fahrrad fahren, finde ich ziemlich cool. Fahr schneller. Yeah. So, wir lassen es jetzt einfach mal hier stehen. Kann jemand anders mit weiterfahren, wenn er will. Hier hoch kann ich nicht. Ey, warum pfeift da jemand? Da unten drin war jemand. Dann gucken wir mal, ob wir den. Jawohl, wieder ein Kill, easy. Und schon wieder eingekillt. Was haben wir denn? 3 zu 2. Aber ganz easy. So, von der Grafik sieht das Spiel auf jeden Fall nicht schlecht aus. Es spielt sich aber so ein bisschen.
Ja, bisschen komisch. Ist relativ düster jetzt gehalten. Ich hatte die Brightness das letzte Mal schon ein bisschen hochgeschraubt, sonst sieht man ja weniger. Aber insgesamt ist es ein bisschen düster gehalten. So, hier stehen überall Fahrräder rum. Aber die brauchen wir jetzt ja nicht. Wir wollen ja eigentlich nur. Gehen wir mal hier hinten rum. Ja, macht er den weg? Gut. So, den da oben runterholen. Der wird nichts mehr machen. So, was, wo kann man jetzt noch hingehen? Alter, Raketenwerfer. Es gibt hier Raketenwerfer, ernsthaft? Ja, warum? Was war das denn? Warum kann ich den nicht holen? Hä? Ich war doch vor dem. Ah, Hurensohn. Fahrrad. Alter, ich hab gesagt Fahrrad. Fahr du Bitch. Nee, 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 mein Fahrradfreundchen. Nein, die Sowjetunion hat A erobert. Schneller, Jungs. Wir müssen da jetzt wieder rein. Ich gehe mal hier hinten rum. Oh, da gibt's einen Keller. Wusste ich ja gar nicht. Der ist schon unscheinbar. Wahrscheinlich ist hier unten auch überhaupt keine Action. Ja. Halt. Ja, ich würde dann gerne die Leiter benutzen. Ah, ich bin da gerade neben einem hochgeklettert. Gehen wir mal ganz schnell hier hinten raus. Schön hinter feindliche Linien und so. Oh! Nachladen! Scheiße, da hat er mich geholt. Naja, egal, wir haben ordentlich Leute rasiert. So, Fahrrad. Hat Fahrrad für mich? Heute nicht, aber ich habe wenigstens dafür gesorgt, dass wir den Außenposten halten. Also ist es in Ordnung. Junge, der dancet schon wieder richtig ab hier mit seinem Fahrrad. Was? Die haben den Posten? Das kann es aber nicht sein. Das Gute ist. Alter. Das Gute ist, dass wir schon weiter mit den Punkten sind, unser Team. So, jetzt. Easy Headshot, oder? Nehme ich mal an. Und nochmal einen weggemacht. Der ganz. Ganz easy. Gehen wir hier mal rüber und warten einfach mal, bis hier einer kommt. Von oben? Das war jetzt unfair. Mann. Normalerweise hätte ich die eigentlich. Ich habe als erstes geschossen. Naja. Ändern können wir es leider auch nicht mehr. Na, laufen wir mal von hier hinten. Ins Depot. Der Punkt dürfte von uns gehalten werden. Wir dürfen, glaube ich, gleich gewinnen. Einen würde ich.
Einen wollte ich. Ne, ich bewerte überhaupt nichts. Könnt mich mal alle. So, ich würde sagen, wir hängen noch ein Spiel hinten dran. Wir sehen uns dann also gleich wieder in einem neuen Spiel. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück in einem Spiel. Gleiche Karte wieder, sehe ich gerade. Und wir stehen sogar auf der gleichen Seite. Mein Fahrrad. Aber wir werden als erstes am Punkt ankommen, wenn wir abstrampeln. Boah. Gib doch den Berg runter auch Gas, Junge. Na, schneller. So, ich würde gern nach. Wo gehen wir? Gehen wir mal runter. Dann können wir. Wir nehmen von hier unten den Punkt auch ein. Das ist ja geil. Bleiben wir mal hier. Das ist gut. Und easy, Punkt eingenommen. Benutzen wir die Leiter. So, wir warten jetzt einfach mal hier. Die werden von außen kommen, nehme ich mal an. Oder? Wie machen wir es denn? Machen wir es so. Guten Tag, die Herren. Dann gehen wir. Oh, da oben ist auch noch einer. So, drei Leute weggemacht. Ich hoffe mal nicht. Jetzt können sie uns leider von zwei Seiten, aber die werden wahrscheinlich eher durch die Hinter- oder von oben. Oh, ich könnte auch. Ich könnte auch, wenn einer über mir kommt, durch die Decke schießen. Ich lade es erstmal nach, falls da gleich. Oh, das war knapp. Also das Gewehr ist auf jeden Fall. Das Gewehr ist auf jeden Fall praktisch. Auf Kopf, aber auf den Rest des Körpers ist es jetzt mal relativ schwach. Da brauchen wir fast drei Schüsse. Warten wir mal hier. Nein. Schade, sieben Leute haben wir schon gekillt. Wir sind ungeschlagener Erster. Wir müssen also darauf warten, dass ein Teammitglied fällt. Ja, komm los. Kann ich nicht jemandem zugucken wenigstens? Jetzt, Dankeschön. Schade, dass man nur hier hinten starten kann, dass es keinen Squad-Start gibt oder sowas. Und wenn, dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht frei, aber es gibt ein Fahrzeug. Ich fahre mit. Wie fahren sich denn diese Fahrzeuge? So, wer heizt. Wer. Oh, können wir einen Road killen? Naja, okay, nee, wir steigen. Wir fahren einfach mal nach hier hinten. Wir gehen wieder unten rum. Wir machen die Taktik, wir gehen unten rum. Da kommen wir nämlich in den ihrem Raum hoch, wenn keiner hinter uns ist. Oder wenn der zu schlecht ist, dann haben wir es geschafft. Ganz easy. Jetzt ist noch. Draußen war einer, der hat uns jetzt gesehen. Die haben uns auch bemerkt. Ich kümmere mich mal um den hinten, wenn da einer reinkommt gleich. Oder doch nicht? Okay. Dann doch nicht. Dann machen wir es halt so. Ja, wie das denn? Glaub doch wohl selber nicht. Und Einstieg.
Laden. Also, was mir bis jetzt aufgefallen ist, das Spiel besteht aus Ladezeiten. Ah, ich kann mich heilen. Ich muss ein bisschen hier zurücklaufen, sicher. Sondern den euer Ernst. Naja, oh, da außen ist jemand. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier. Na, so. Geht's mal hier links rum. Der fährt weg. Verräter, weggefahren. Der stellt sich nicht. Scheiße, da habe ich den zweiten ganz knapp verfehlt. Naja, immer noch 9 zu 3, da kommt kein. Oh doch, da drüben gibt es einen mit 10 zu 2. Okay. Bei uns aus dem Team kommt keiner hin. Wobei es eigentlich, glaube ich, vollkommen Wurst ist. Was für eine KD man hat. Na. Wollte der mich gerade roadkillen? So geht's aber nicht, Freundchen. Wir fahren jetzt da rückwärts hin. Wir machen mit der Auto auf Bergparty. Ne, wir schießen den Typen da erstmal raus. Und knallen den auch noch weg. Jetzt läuft's. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach oben. Also hier außen die Treppe hoch. Oben war ich noch gar nicht. Hä? Was war das denn? Alter, der hat noch so wenig Leben. Mann, hätte man auch killen können. Komm, da ist bestimmt Platz auf dem Fahrrad. Junge, fahr doch nicht weg. Wir brennen die uns hier gerade. Die spawn-rapen uns hier ja fast schon. Naja. Egal, dann haben wir halt auch mal ein Spiel, wo wir unser Team kläglich versagt hat. Ja, die haben 91%, ich weiß. Ich würde trotzdem gerne nach. Ach ja, komm, fuck you. Im Keller sitzen sie alle. Dreckigen Säcke. Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin, wenn man kein Fahrrad. Fahr los. Aber ich kann auf dem Fahrrad entdecken. Wie, ich kann auf die Fahrraddeckung gehen. Naja. Da war es das so auf dem Spiel. Das hat jetzt nicht mehr gereicht. Wir haben 2 Runden gespielt. Dann wäre es das damit gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder einschaltet. Für dieses Spiel würde ich Bewertung. Das kommt darauf an, wie man es jetzt vergleicht. Also es ist ein relativ großes, kostenloses Spiel. Dafür kann man viel machen, deswegen ist es eigentlich relativ gut, aber ich finde es halt irgendwie nicht ganz so gut. Deswegen würde ich so 2 von 5 Sterne geben oder so 2,5 vielleicht. Naja, egal. Damit danke ich mich nochmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.